Okay. Ah ne, rot und blau steht ja auch da. Soll ich nicht machen. Rot und blau soll ich nicht machen, nicht rot und rot. Ah. Muss so richtig lesen. So, zwei grüne in grün, ein blau in blau. Ja. Ja, er hatte ja auch nicht gemeckert eben. Alter. Verarsch mich nicht. Ey, ich krieg einen Anfall bei dem Scheiß. Ey, willst du mich schon total verarschen, Junge? So. Wirf den doch da rein. Wir müssen jetzt ein Feld noch offen, also als Feld da. So, ja. Eigentlich da, weil da hat er eben gemeckert, wenn ich zwei Rote reingetan habe. Ich hatte irgendwie gerade schon gedacht, das Grüne hätte ich ja schon gelöst, aber da muss ja noch der Rote rein. Alles gut. Ja, haben wir es hingekriegt, ganz ohne nachzugucken. Einfach nur nach Fragen. Hätten die auch mal vorher miteinander gesprochen, wären sie auch vielleicht drauf gekommen. Aber dann hätten wir nicht die Truhe plündern können. So, Lampe der Erleuchtung haben wir. Das ist doch schon mal nett. Anomalie im Verdauungstrakt. Es wird ausgeschissen. Hey, nicht schlafen. Kann er jetzt hier kein Nickerchen machen. Boah, das war gruselig. Da haben wir richtig gezittert. Was ist bloß passiert? Weiß nicht. Können wir jetzt gleich sehen. Ja, Tür geht auf, obwohl wir keinen Schlüssel haben. Alter, das ist ja, der Hinterteil, das Ende. Der würde ich ablassen. Deswegen hat er jetzt erst aufgemacht. Warum bin ich jetzt einfach stehen geblieben? Junge, ich drück die ganze Zeit schlagen. Und das tut ihn einfach nicht. Das frei. Mann, war das gruselig. Alles fing an zu beben. Und die Säfte trieften auf einmal raus. Ich dachte, mich hätt's erwischt. Ich hab's geschafft, da drüber zu rennen. Aber ich habe Angst. Ah, okay. Das ist jetzt da unten.
Hätte jetzt ein bisschen Dünnpfiff bekommen, ne? Weil wir da seinen Kontrollraum. Ich hab den doch voll erwischt. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Oh, Entschuldigung. Aber da war auch schon wieder. Da ging sowas von das Schwert durch. Zwei, dreimal jetzt. Scheißteil. Schlange. Ein Elixier. Nehmen wir doch gerne mit. So. Na. Haben wir die Schlange jetzt schon irgendwie erwischt? Bin ich jetzt ein bisschen gewundert. Jetzt haben wir wieder dieses Feld. Das scheint. Was soll denn das? Ich hab nicht gesagt, du sollst raufgehen. Ach, jetzt können wir hier schwimmen. Wir können in der Suppe schwimmen. Ja, toll, das soll voll die Magensäure, oder nicht? Na gut. Na komm runter, Stachelding. Auf da. Wir haben ja generell. Och, erzähl doch keinen Scheiß. Junge! Scheiß Stachel überhaupt nicht berührt. Willst du mich verscheißen? Wie soll ich da durchkommen? Kann ich durch, oben drüber, ne? Ist klar. Kommen wir wahrscheinlich dann auch bei dieser einen, wo ich dachte, da ist noch ein Stein. Warum treffe ich diese Scheißqualle nicht? Kriege ich die Motten? Was habe ich denn jetzt hier für Schaden bekommen? Junge, du sollst springen. Warum stimmt der denn jetzt nicht mehr? So, weil ich das scheiß Schwert in der Hand habe. Uah. Muss ich denn einfach nur von links nach rechts? Ja, gehen wir einfach durch. Scheiß was drauf. Na, ja, hier zumindest noch nicht. Ja, hier sind wir auch schon gewesen. Also den Block, den ich meine, müsste eigentlich weg sein. Triff doch diese dumme Qualle, Junge. Das Schwert geht da sowas von durch. Die müsste... Alter. Sowas von halbiert sein. Kannst du keinem erzählen hier. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Ist der Ablass? Nein. Was? Ach komm. Guck mal, sehen wir die Truhe hier. Oh, 10 Dartpfeile. Ja, die nehmen wir gerne mit. Zack, zack. Geh einfach drüber. Und durch. Das war auch, glaube ich, das erste Mal dieses Feld, wo ich schon gedacht habe, was soll ich denn da? Bringt ja gar nichts, bewegt sich nichts. Also am Ende
von diesem Jump'n'Run-Teil hier. Was krieg ich denn schon wieder Schaden? Und dreh dich mal richtig rum. Alter, ich krieg die Mod. Ey, ich hab doch überhaupt nichts berührt. So unfair. So unfair das Ganze. Deswegen haben sie dir auch noch ein Elixier gerade spendiert. Aber wir kommen einfach durch. Ich bin noch kilometerweit von dem Vieh weg. Verdammt, einen muss ich doch erwischt haben jetzt. So, wieder mal zwei Dartpfeile. Und ich muss das trinken. So. Haben wir wieder was erreicht. Erstmal heilen und speichern. Bevor irgendwas triggert. Und dann kann ich ja wieder nicht machen, weil dann geht der automatisch irgendwo hin. Ja? Kennen wir ja solche Spielchen. Von daher. Erstmal die 48 Minuten. Spielfortschritt auch abspeichern. Zack. Ja, aber ja, jetzt fragt euch, woher wollte ich das 48 Minuten war, ne? Die Aufnahme läuft so lang. Die Aufnahme läuft 48 Minuten. So, sprechen wir erstmal mit ihr. Von da oben sind Säfte rausgetreten. Können wir hier bald weg? Ja, ich würde gerne. Ah, die Lampe der Leuchtung. Übrigens, eben sind Magensäfte von oben ausgetreten. Liegt das daran, dass du den Schatz gefunden hast? Yep. Jetzt ist die große Frage. Wohin? Ist das dann noch ein Portal? Nee, ist noch nicht. Ich kann ja nochmal mit dem quatschen. Oh, Flint, willst du was kaufen? Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, der hätte ein bisschen Text. Hat aber nicht. Okay. Verkaufen. Heilkram. Schon mal nicht. Brauchen wir ja auch nicht. Nichts verkaufen hier. Wenn wir hinterher Kohle brauchen, weil wir irgendwas nicht leisten können, dann können wir das immer noch organisieren. Dann gehen wir nochmal zum Seppo, ne? Also, das können wir ja nicht machen. In der Hoffnung, dass den seinen Dünnpfiff jetzt hier auch da oben was bewirkt hat. Wir haben ja Kontrollraum. Mal was bedient. Hauptsache, jetzt sind hier so Plattformen. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Moment, jetzt komme ich aber auch hier lang. Da werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal hin müssen. Gucken wir erstmal nach dem Zeppo. Der hat bestimmt auch was zu erzählen. Im Herzbereich. Ich sehe mich hier noch etwas um. Viel Glück, Kleiner. Okay. Hat er noch nicht. Also ich hatte letztens mal noch, weiß nicht, ob Video oder gelesen war. Doch, glaube ich, gelesen. War irgendwie gestanden war oder so. Auf jeden Fall ist. Nee, genau, es war irgendwas mit dem Herzen vom Wal. Hatten sie konserviert oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall
ist die Ader so groß von so einem Blauwal oder Buckelwal? Ich weiß nicht, eins von beiden muss das, glaube ich, gewesen sein. Also der größte Wal, der größte Säuger auf dem Planeten, ist so groß, der Durchmesser, dass da ein Mensch durchschwimmen kann. Schon krass, ne, wenn man sich das überlegt. Und hier, da laufen wir einfach mal so komplett durch. So, machen wir mal die Flamme mal aus. Okay. Scheint schon mal da jetzt gerade aber auch irgendwas mitgetriggert. Haben wir sein Sodbrennen ausgemacht? Du hast keinen Schlüssel. Ah, verdammt. Wir müssen hier... Jetzt mal aufhören. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum geht die nicht aus? Die ist aus. Das verarscht mich doch hier nicht so. Ich glaube, ich muss einfach hier neu betreten. Ich habe jetzt nicht so im Blick gehabt, dass da diese Plattform sich dann bewegen. Okay. Da bin ich ja wahrscheinlich auch zu hoch zum Ausmachen, ne? Wäre jetzt so einfach. Ja. Das finde ich jetzt blöd. Hey, warum läufst du denn nicht darauf? Junge! Junge! Du bist so doof, du bist so doof, ey. Natürlich wieder schön an den Kanten hängen geblieben und nicht raufgelaufen. Nee, weil er könnte dann ja das schaffen. Und das wollen wir ja wieder, meine ich. Ah, sehe mir schon hier wieder drei Parts anhängen, ey. Ich sag mal so viele Parts, aber so viele sind es ja meistens ja doch nicht. Verdammter! Verarscht er mich hier? Junge, hör auf, immer an irgendwelchen scheiß Kanten hängen zu bleiben. So fällt mir kein Wort ein, ne? Nix. Ich krieg da einfach nur die Motten. Vor allem, warum resettet sich die scheiß Flamme nicht einfach von alleine? Warum muss ich jetzt mal rein und rauslaufen? Was soll denn der Mist? Ist doch total unnötig. Junge! Oh. Jetzt speichern, ne? Das wäre eine schöne Sache. Ich sage es euch. Ich bin schon da, wo ich sein will. Muss erstmal ein bisschen klimatisieren. Hier ist es so warm. Und was trinken. Ja, weil jetzt voll die Angst hat, der nicht springt. Ja! Jetzt ist der Affe gesprungen. Und wo springt der? Diagonal! So, dass er auf jeden Fall, keinesfalls, auf diese dumme Vorsprung drauf kommen. Nein, wir springen so diagonal, dass wir direkt davor landen. Natürlich.